So, wir sind hier in Mission 3 und 4 der Red Flag Kampagne für die A1010. Zwei Missionen deshalb, weil die Missionen aus sehr viel Anflug und Abflug bestehen. Deshalb fasse ich das zusammen. Das wird je Mission ca. 25 bis 30 Minuten. Die Missionen an sich bestehen immer aus sehr viel großer Text drumherum. Der ist leider nicht in der Missionsbeschreibung enthalten. Man muss sich die zusätzliche Dokumentation anlesen, wenn man das überhaupt will. Ich blende hier nebenbei schon mal die PDF-Dateien mit ein, damit ihr da mal eine Vorstellung davon bekommt. Wie gesagt, ich habe die ganze Geschichte nicht gelesen. Englisch ist nicht meine Muttersprache und ich habe da keine Lust, hier 7 Seiten sinnloses Zeug zu lesen. Mission hat trotzdem Spaß gemacht. Springen wir mal in den Missionsplaner. Wie gesagt, nach dem ewig langen Anflug ist unser Ziel dieser Transport. Den soll man bis zu einer bestimmten Prozentzahl ausschalten. Haben dann natürlich noch ein Secondary-Ziel, optional, auf dem Heimweg. Die Mission ist aber quasi mit dem ersten Ziel abgeschlossen. Gut, würde ich sagen, fangen wir mal an. Mission 3, da zeige ich noch ein bisschen die Startphase. Und dann gehen wir aber auch nahtlos in Mission 4 über. Dort lasse ich das alles weg. An sich sind wir diesmal der Führende. Unser Flügelmann steht rechts neben uns. Der haut also diesmal nicht einfach so ab. Wir müssen uns aber an Zeiten halten, an Abflugzeiten, Taxizeiten und an Zeiten, wenn wir am Wegpunkt 6 quasi loslegen sollen, unser Push-Time. Das müsste ein bisschen eintakten. Beim Fliegen wird er wahrscheinlich dann langsamer sein oder schneller sein müssen, wenn ihr euch beim Taxi Zeit gelassen habt. Die Zeiten stehen, wie gesagt, nur in dem PDF-Datei. Also schaut da ein bisschen rein. Ansonsten haben die Unterstützungskräfte noch nicht alles aufgeräumt und ihr habt da quasi keine Chance in der Mission, nehme ich mal an. Ja, die Hochfahrphase ist an sich, wie üblich, nichts Besonderes. Wir haben auch nichts Besonderes einzustellen. Wir haben ja nur die CPUs dabei und ein paar Mavericks. Unsere Taxi-Time ist 15:46, wir haben jetzt 15:41, das werde ich also mal vorspulen. Two,
So, unser Push-Time an Wegpunkt 6 ist 16.18 Uhr. Wir haben also fast eine halbe Stunde Zeit. Das schneide ich natürlich weg bis dahin. Ich beginne dann mit dem Push am Wegpunkt 6 oder 7, so die Richtung, damit wir den Einsatz hier drin haben. So, hier haben wir unser Zielkonvoi gespottet. Warning, autopilot. Warning, autopilot.
Dodge 1, bombs away up north. Go on, center GCI is down. Engage targets of opportunity. Pull up, pull up. Pull up, pull up. Pull up, pull up. Station at bullseye 05 to 420 at 26,000.
So, ihr hattet die Meldung gelesen, man hätte jetzt hier schon direkt abbrechen können, wir nach Hause fliegen. Natürlich wäre ich meine Bomben noch los, die ich dabei habe. Pull up! Pull up! Pull up! Pull up! Pull up! Pull up! Warning, autopilot. Zuletzt entschließe ich mich dann doch nochmal mit der Gun anzugreifen. Nicht ganz kluge Entscheidung, ja, dann auch getroffen. Pull up! Pull up! Altitude! Altitude!
ATV at 5,000. Pull up! Pull up! Pull up! Pull up! Er ist nicht weiter wild, sonst hat es quasi ein Triebwerk zerstört. Dann breche ich den Anflug jetzt auch ab und schleppe mich quasi mit dem einen Triebwerk nach Hause. So, ich bin also gut wieder in der Basis angekommen. Wird schon langsam dunkel. Ich rolle also jetzt mit der Maschine in den Parkbereich, lasse die reparieren über Nacht und los geht's am nächsten Tag mit Mission 4. So, die Mechaniker waren fleißig. Wir sind in Mission 4. Ähnlich gelagert. Anflug, Taxizeiten beachten, Pushzeiten beachten. Riesiger Text drumherum. Ansonsten springen wir gleich mal in die Map. Ja, hier wird es dann später etwas tricky, weil der JTAC sitzt auf dem Berg und die Straße führt quasi durch die Berge durch. Und da kommt der Konvoi angefahren. Aber das bekommen wir natürlich hin. Also werden wir mal direkt starten. Da die Hoferphase und die Anflugsphase wieder genau das gleiche ist wie in der vorhergehenden Mission, springe ich diesmal quasi direkt bis zum Einsatz wieder. Der Konvoi kommt jetzt quasi schon durch die Berge gefahren und darauf warte ich quasi nur. Was es vielleicht zu erwähnen gibt, wir haben diesmal ein zweites Element dabei. Also ich bin Truppführer für 4 AC-10. Ansonsten gibt es den kompletten Kampfeinsatz jetzt ungeschnitten bis zum Ende. Den Flug in die Heimatbasis lasse ich dann natürlich weg. Warning, autopilot. Dodge 4, bombs away, off to the east. Springfield 2, defending AAA at bullseye 066. Dodge 2, IP, running in. Dodge 3, IP, running in. 3, engage air defenses at my speed with Maverick. Springfield 2, that's out. 3, rejoin. Springfield 3, in from 3, RTB engaging SAM at bullseye 300 for Dodge 4, IP, running in. 4, engaging air defenses. 4, running in. Springfield 1, in from
Dodge 3, bombs away, off to the east. Warning, autopilot. Dodge 2, bombs away, off to the east. Pull up, pull up. Springfield 3, defending sand at bulls 192 for 12. 4-4, that's it. Pull up, pull up. Springfield 4, defending your core. Ground on target. 6-6 for 40. Core, rejoin. Springfield 2, in from the south. Pull up, pull up. Pull up. Springfield 3, defending SAM at bullseye 3-0. Springfield 4, in from the south, engaging triple A at bullseye 0-6-1 for 45. Pull up, pull up. Springfield 4, defending triple A at bullseye 0-6-1 for 45. Pull up, pull up. Pull up, pull up. Engage targets of opportunity at my speed with Maverick. Ja, was hier mit meinem ganzen Unterstützungselementen ist, weiß ich nicht. Pull up, pull up. Springfield 3, defending SAM at bullseye 192 for 12. Springfield 3, kill SAM at bullseye 192 for 12. Altitude, altitude. Warning, autopilot. Springfield 1, in from the southeast, engaging SAM at bullseye 301 for 11. Pull up, pull up. Altitude, altitude.
Warning, autopilot. Dodge 4, fence out. Springfield 3, in from the southwest, engaging radar at bullseye 182 for 10. Springfield 3, defending SAM at bullseye 301 for 11. Springfield 3, kill SAM at bullseye 192 for 12. Dodge 3, fence out. Dodge 2, engage armor at my speed with Maverick. Warning, autopilot. Springfield 1, defending. 2, engage armor. Springfield 1, Southwest GCI is down. Engaging SAM at bull 301 for 11. Springfield 1, in from the north. Engaging SAM at bull 192 for 12. Springfield 1, defending SAM at bull 301 for 11. Springfield 1, kill radar at bullseye 182 for 10. Springfield 1, defending SAM at bullseye 192 for 12. Springfield 1, in from the southeast, engaging SAM at bullseye 301 for 11. Pull up! Pull up! Pull up! Pull up! Springfield 3, defending SAM at bull 301 for 11. Springfield
Engage targets of opportunity. Pull up! 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 Thank you.
Pull up! Pull up! Pull up! Pull up! Pull up! Pull up! On station at bullseye 079 for 70 at 27,000. Chevy 6 on station, bull time plus 20. Warning, autopilot.
Pull up, pull up. Altitude, altitude. Pull up, pull up. Pull up, pull up. Pull up, pull up. Dodge 3 is RTB at 5,000. Pull up, pull up. Pull up, pull up. Altitude, altitude. Pull up, pull up.
Pull up, pull up. Pull up, pull up. Springfield 3, fence out. Pull up, pull up. Pull up, pull up. Altitude, altitude. Pull up, pull up. Pull up, pull up. Pull up, pull up. Altitude, altitude. Pull up, pull up. Pull up, pull up. Pull up, pull up. Pull up, pull up. Altitude, altitude. Pull up, pull up. Pull up, pull up. Pull up, pull up. So, ich bin jetzt quasi leer geschossen, habe keine Munition mehr. Meine ganzen Flügelmänner sind irgendwo und reagieren die ganze Zeit schon nicht. Wahrscheinlich irgendwo defekt oder haben keine Muni mehr. Die Hauptziele sind zerstört, darum geht es jetzt auch zurück in die Basis. Ich hoffe, wir sehen uns dann in Mission 5-6. Bis dahin, ciao, ciao.